Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Planet ESET. Auch in diesem Jahr versuchen wir euch wieder interessante Themen zu zeigen, Einblicke in die Welt der Technologie zu geben und auch natürlich das Lifestyle so ein bisschen. Und wir fangen an mit einem sehr interessanten Thema und sehr heiklen Thema. Und zwar habt ihr es vielleicht mitbekommen, in den letzten Tagen gab es immer wieder Meldungen über gestohlene Passwörter, mehrere Millionen an der Zahl und Zugänge auch. Warum das so ein heikles Thema ist und was ihr grundlegend tun könnt, um die Sache ein bisschen sicherer zu gestalten, darum soll es in dieser Sendung gehen. Aber vorher haben wir uns auf der Straße mal umgehört, wie ihr so mit euren Passwörtern umgeht. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, mit der Meldung, die jetzt letztens wieder durch die Presse gegangen ist, dass 18 Millionen Passwörter und dazugehörige Konten geklaut wurden. Macht euch sowas Angst? Glaubt ihr, dass euch das auch betrifft oder eher weniger? Ich mache mir da eigentlich nicht so die Gedanken drüber. Auf jeden Fall. Ja. Ich finde schon, man macht sich Gedanken, auf jeden Fall. Ja, sicherlich. Keine Frage. Also mir persönlich jetzt nicht, weil ich habe jetzt nicht so zum Beispiel auf Facebook oder so die persönlichsten Daten stehen oder so, vielleicht ein paar Bilder von mir, aber das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwelche Kontodaten angegeben habe oder so. Also ich würde sagen, es verunsichert mich auf jeden Fall, aber so speziell, dass ich dafür riesen Panik hätte und alle Passwörter ändere, nein. Ich habe keine Angst. Hast du mehrere Passwörter für verschiedene Anmeldungen oder hast du eins für alle? Nee, also ich habe verschiedene Passwörter für verschiedene Sachen, aber auch nur zwei, glaube ich, weil wenn die zu viele wären, dann kann man sich auch nicht alle merken. Ja, eigentlich schon, ja. Nein. Also ich kann das von mir bestätigen, ne? Jeder erwischt sich dabei, ach, denke ich mir nicht ein neues Passwort aus, sondern nimm das, was ich dann einmal auswendig gelernt habe, verwende das immer wieder, ja. Das Passwort, was du dir ausgedacht hast, ja, was würdest du selbst einschätzen, wie sicher das ist? Also es kommt drauf an, weil zum Beispiel bei meinem Facebook-Account habe ich, denke ich, ein sehr sicheres Passwort. Also ich habe die Passwörter immer als Buchstaben- und Zahlenkombination und teilweise auch die Buchstaben mit Groß- und Kleinschreibungen. Also ich halte es schon für relativ sicher. Sondern es gibt ja bei vielen Portalen zum Beispiel auch noch eine Sicherheitsfrage oder sonst was, dass man dann mehrere Hürden hat, bevor man irgendwie in das Profil reinkommt. Ich habe hier mal eine Liste mitgebracht, was so in Deutschland zumindest die Top-Passwörter mit sind. Ja. Kommt dann Muster bekannt vor? Durchaus, ja. Ihr braucht gar nicht sagen was, aber wenn euch was bekannt vorkommt, vielleicht schon nicken. Ja, schon. Ja. Ja, diese 1, 2, 3, diese Sachen kenne ich, ja. Das Passwort von Ihrer E-Mail-Adresse, wann haben Sie denn das letzte Mal das getauscht? Hoch, noch nie. Schon länger her. Also eigentlich noch nie. Nein, noch gar nicht. Ich habe das, solange ich den Internetanschluss habe. Jetzt habe ich jetzt 3 Jahre, 4 Jahre vielleicht. Dann habe ich vielleicht einmal gewechselt. Also ich habe selbst mein Hauptpasswort jetzt nochmal abgeändert, ja. Aber dasselbe Passwort dann auch wieder überall genutzt, aber überall abgeändert. Also wie zum Beispiel mit den E-Mail-Adressen, da gab es ja eine bestimmte Seite, wo man überprüfen konnte, ob die eigene E-Mail-Adresse gehackt wurde, das habe ich schon gemacht. Aber ansonsten muss ich sagen, ich bin mittlerweile bei so vielen Sachen, alleine auch über das Studium drin, wo ich ein Passwort brauche, die kann ich gar nicht alle ändern, kann ich sie mir einfach nicht mehr merken. Wenn man mitbekommt, wie Heartbleed, dass da Millionen von Passwörtern geknackt wurden. Ist das so ein Anlass, wo man sagt, vielleicht sollte ich es tatsächlich mal tun? Ja, eigentlich schon. Würdet ihr es machen, ehrlich? Im Endeffekt eigentlich nicht. Aber vielleicht sollte man es tun, ja. Ja. Nein. Du? Ich glaub's auch nicht. Ja, bei Services, wo man das, also wo es nur eine Anmeldung gibt mit einem Schritt, ja, zum Beispiel Google, da kann ich ja über diesen Authentifikator nochmal einen Code eingeben, habe ich eine 2-stufige Verifikation, wenn ich mich einlogge. Das ist schon ein bisschen sicherer, also da passiert weniger was, aber ja, man hat 1000 andere Services, wo man wirklich sich nur Nutzername, Passwort und einloggt. Ich sage Dankeschön für eure Zeit, ja. Und viel Spaß im Internet noch. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Tja, ihr habt es gesehen. Die Herangehensweise an das Thema Passwort und Zugänge ist durchaus unterschiedlich und nicht immer sinnvoll. Es kommt für mich wenig überraschend, aber es ist ganz klar, Passwörter sind schwierig einerseits zu merken, auf der anderen Seite gibt es eine ganze Reihe an Standardpasswörtern. Ihr könnt zur Suchmaschine eurer Wahl gehen und könnt dort den Suchbegriff Top 100 Passwörter eingeben und ihr kriegt eine Liste mit mehreren Passwörtern, die so weltweit am beliebtesten sind. Also in Deutschland ist zum Beispiel das Wort geheim sehr, sehr beliebt, weil man sich das schön merken kann, das Passwort ist geheim.
Das ist klingt wie eine clevere Idee, aber es ist eine schlechte Idee. Das nächste Problem ist, dass wenn ich dann schon ein starkes Passwort habe, dass ich das halt auf mehreren Plattformen wiederverwende. Und das ist eine ganz schlechte Idee. Also wenn ich mich bei Facebook anmelde, brauche ich doch schon mal ein anderes Passwort als bei meinem Webmail-Dienst zum Beispiel oder vielleicht sogar bei den Sachen, die ich von der Arbeit tue. Und das wird von vielen, vielen missachtet. Ein anderes Thema ist auch das Speichern von Passwörtern in Browsern. Also wenn ich zum Beispiel in der Bahn sitze und ganz dringend auf Toilette muss und lasse meinen Laptop liegen, wenn ihn einer mobst und klappt den auf und guckt den Browserverlauf und die Passwörter sind gespeichert, hat er sofort eure Zugänge. Das ist natürlich gefährlich, aber auch da gibt es verschiedenste Herangehensweisen, wie man das ein bisschen sicherer gestalten kann. Das heißt einerseits, klar, ihr denkt euch jedes Mal ein neues Passwort aus und nutzt verschiedene Passwörter für verschiedene Anmeldeszenarien. Und eine andere ist eine technologische Herangehensweise, sprich die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, ihr habt weiter euren Benutzernamen und euer Passwort. Wie stark oder schwach das Passwort ist und wie leicht es zu erraten oder zu knacken geht, ist da fast egal. Weil dieser zweite Faktor, der dann bei der Anmeldung dazukommt, ein sogenanntes Einmalpasswort ist. Das ist so ähnlich wie beim Online-Banking mit den Ämtern, die ihr per SMS zum Beispiel bekommt. Gibt es verschiedene Plattformen wie zum Beispiel Facebook, wie auch Google selbst, die so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung anbieten. Das heißt, ihr könnt euch SMS schicken lassen mit diesem Einmalpasswort oder ihr könnt Apps benutzen, wie bei Google, den Google Authenticator zum Beispiel, die immer nur für eine begrenzte Gültigkeit ein Passwort für diesen Anmeldevorgang einmalig generieren. Das Passwort ist nicht vorhersehbar, das Passwort ist nicht knackbar und das Passwort gilt, wie gesagt, nur für eine begrenzte Zeit. Das sind vielleicht so 30 Sekunden im Schnitt. Wenn ihr euch also anmeldet, kriegt ihr immer wieder diesen Code. Also denkt darüber ein bisschen nach, informiert euch. Die Möglichkeit ist da, ihr müsst sie bloß nutzen. Und glaubt mir, dieser zusätzliche Aufwand von vielleicht 10, 15 Sekunden beim Anmelden wiegt das auf, was ihr verlieren könnt. Weil wenn ihr Passwörter verliert oder Zugänge, schlimmstenfalls vielleicht noch für euren Webmail-Dienst, wo alle anderen Anmeldungen reinlaufen und ein Dieb zum Beispiel diese Passwort-Vergessen-Funktion bei Facebook nutzt, kriegt ihr natürlich an die E-Mail-Adresse das neue Passwort oder die Instruktion, wie ihr das Passwort zurücksetzen könnt. Und dementsprechend derjenige, der Zugriff auf euer E-Mail-Konto hat, kriegt natürlich auch die Instruktion und kann alle Passwörter ändern. Das ist ein schwieriges Thema, das ist ein spannendes Thema. Warum erzählen wir euch das? Passwörter, Zugänge insgesamt sind eine ganze Menge Geld wert auf dem schwarzen Markt. Das heißt, da werden Zugänge ab $50 gehandelt bis hoch zu $1,500. Solche Preise haben wir schon gesehen. Und warum bezahlen die so viel Geld? Weil natürlich die Zugänge wert sind. Ihr bezahlt mit euren Daten im Internet. Wenn ich Zugriff auf euer Facebook-Konto habe, dann sehe ich im schlimmsten Fall euren gesamten Lebensverlauf. Dann sehe ich eure Bilder, dann sehe ich eure Posts, dann sehe ich eure Interessen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich gerade auch für eine Werbeindustrie unfassbar interessant. Also, schaut nach. Facebook, Google bieten es auf alle Fälle an. Twitter sicherlich demnächst in Deutschland, im Rest der Welt tun sie es schon. Da habt ihr überall die Möglichkeit, einen zweiten Faktor zur Authentifizierung zu wählen. Nehmt euch das zu Herzen, versucht das umzusetzen, dann kriegen wir das Ganze auch ein bisschen sicherer im Internet, dann machen wir es den Angreifer schwerer. Wenn euch das gefallen hat, freue ich mich drauf, wenn ihr bei der nächsten Sendung wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und viel Sicherheit im Internet. In diesem Sinne, macht's gut.